Freunde, Breaking News, ganz, ganz wichtig. Dieses Video ist super, super wichtig. Freunde, was ist bloß los mit dieser Welt? Jo, Olli, lauter Überschrift, wie ihr seht, ist wirklich kein Clickbait. Ich zeige euch auch gleich Beweise. Leute, einer seiner besten Freunde hat mir das geschickt und dann noch Leute auf Instagram haben geschickt. Er ist seit gestern frei und jetzt schon vor kurzem postet er schon wieder Sachen auf Instagram. Auf KingOlli_1, keine Ahnung. Freunde, es stimmt wirklich, er ist frei. Und bevor ich hier weiterrede, würde ich sagen, beweise ich euch das ganz kurz. Ja, aber nur kurz. Ich will nicht, dass dieser Kanal auch noch gestrikt wird, aber wie gesagt, ich zeige ja jetzt keine schlimmen Sachen, sondern ich zeige ja nur, dass er draußen ist. Schaut euch mal ganz kurz eingeblendet in der Zeit, wo ich gerade rede, das Foto mal an. Der Typ ist kaum raus, also gestern. What the fuck? Der Typ ist frei, Freunde. Achtung, ich überlege gerade, ob ich ein Video einblende. Ja, mache ich trotzdem, Freunde. Schaut euch mal kurz die Videos an, bevor ich überhaupt, wie gesagt, weiterrede. Dann seht ihr, dass Six niemals Scheiße erzählt. Achtung, die Aufnahme jetzt. Meine Straße hier, voll mit Designern und Stores von Rolex. Ah, ein bisschen weiter hinten erst. Hier mein Ausweis für die Haft der Model. Oder das Model, besser gesagt, kam natürlich auch so rein originalgetreu, Hafthaus 2. Ich bin hier gerade bei meinem Netto. Ich zeige euch mal meinen Style. Aber auf Gesicht zeige ich erstmal noch nicht. Freunde, viele Leute haben falsch gedacht von mir. Ich werde nochmal alles verzeihen und genau erklären. Freunde, ihr habt's gesehen. What the heck is going on, bro? Ey, die Aufnahmen, Foto und alles drum und dran. Freunde, der Typ, wie es scheint, ist draußen. Der Richter, wie es scheint, war auf seiner Seite. Und jetzt lassen wir es abwarten. Jetzt wird abgewartet und geschaut, was der Typ jetzt demnächst noch bringt. Freunde, er wird populärer und ich wachse auf seinem Nacken noch mehr, als es geplant war. Ich verstehe das alles nicht. Freunde, guck mal, Augenringe tot, gerade wach geworden, reingeschaut. Sein bester Freund hat mir alle Aufnahmen geschickt von gestern, was er eigentlich gemacht hat und wie er jetzt freigekommen ist. Und heute gucke ich selber auf das Instagram rein und irgendwelche Mädels schreien mir und sagen, guck mal, der ist wieder frei. Das stimmt also wirklich. Erst dachte ich, dass der Freund spinnt. Ich konnte das irgendwie nicht glauben. Ich dachte, das sind alte Aufnahmen. Aber nein, der Typ ist wirklich frei, Junge. Junge, Olli, yo, Olli ist frei, Freunde. Er ist freigekommen. Der Richter hat wahrscheinlich versagt. Das heißt, er wurde freigesprochen. Ich weiß aber allerdings, bevor ich jetzt hier vorherige Schlüsse ziehe, weiß er jetzt nicht, ob er jetzt einen Freigang hat oder wirklich freigesprochen ist, ja. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, Freispruch. Dennoch, es ist kein Clickbait, wie versprochen, ja, bei dem Titel jetzt auch hier. Freunde, Daumen nach oben. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden. Das war es erstmal mit dem Video. Yo, Olli ist wirklich frei. Ja, ich kann das gar nicht glauben, Bruder. Was geht? Ganz ehrlich, umso mehr Sachen auf seinen freaking Nacken. Ich ärgere mich so hart, dass mein Kanal erst in 2 Tagen freigeschaltet wird. Mein Hauptkanal ist ja gestrikt worden. Dadurch habe ich 2 Wochen Pause erhalten. Aber, wie gesagt, da wollte ich sowieso keine Yo-Olli-Videos mehr machen. Aber ich werde natürlich euch da auch auf dem Laufenden halten. Ich habe von mir aus 2 Kanäle jetzt. Wenn einer gestrikt wird, ja, wenn einer weg ist und ich gelöscht werde auf einem, mache ich auf dem anderen weiter. Wie ihr seht, YouTube juckt mich immer noch nicht. Ich mache es trotzdem, ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ey, du bist Fame-Guy oder sowas. Nein, ihr seht ja, wie ich das mache. Ich werde wahrscheinlich auf meinem Hauptkanal trotzdem nochmal Yo-Ollis Video posten. Aber scheiß drauf. Wenn ich sozusagen gestrikt werde, ist es einem so. Und dann werde ich auf meinem Zweitkanal machen, weitermachen mit 150 Abonnenten. Freunde, ihr wisst Bescheid, ihr seht, das Ganze ist ernst. Ich würde sagen, wie gesagt, Daumen nach oben, liked meine Videos für mehr oder disliked sie, juckt mich alles nicht. Der Google-YouTube-Algorithmus gibt mir immer weiter sozusagen Freifahrt nach vorne und rankt die Videos. Ich gebe so lange keine Ruhe, solange der Typ wirklich im Knast verweilt oder sonst was mit ihm abgeht. Ja, ich würde sagen, Freunde, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Mein Name ist Six in the Mix. Und ich würde sagen, ich bin der Lieblings-YouTuber deines Lieblings-YouTubers. Ich bin gerade so alt, ich bin gerade so verwirrt. Er ist draußen und ich kann es einfach gar nicht glauben, Digga. What the fuck is going on, bro?